Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich muss vorweg einmal zu sagen, ich persönlich kenne niemanden, der sich für eine Aufrüstung mit Leib und Seele ausspricht. Die Aufgabe eines jeden verantwortungsvoll handelnden und denkenden Politikers, die wir alle hier in dem Raum, denke ich, vorhanden sind, ist es doch, internationale Krisen friedlich beizulegen, sich zumindest darum zu bemühen und sich dafür einzusetzen. Allein müssen wir eingestehen, wir waren in der Sache auch schon mal ein Stück weiter gewesen. Einst überwunden, geglaubte Bedrohungsszenarien erscheinen plötzlich doch wieder real. In Russland wird offen und unverblümt von höchster Stelle aus von einem Großreich wie aus vermeintlich besseren Zeiten schwadroniert. Und leider bleibt es alleine bei den Worten dort nicht. Sonst ist es ja immer gut, wenn auch Worten Taten folgen. In diesem Fall ist es es nicht. Denn ich erwähne nur die bereits in die Debatte eingebrachte völkerrechtswidrige Annexion der Krim, die Unterstützung durch Russland der Separatisten im Osten der Ukraine. Und Kollege Professor Jüttner hat Südossetien und andere Bereiche angeführt. Etwas, was sicherlich nicht im Sinne einer Abrüstungsstrategie zu verstehen ist. Und darüber hinaus ist auch zu nennen, das gehört auch in den Bereich, die Einmischung in Wahlkämpfe in westlichen Staaten, in den USA, in Frankreich. Und auch bei uns gibt es ganz klare Indizien dafür, dass dieses hier geschieht und geschehen wird. Meine Damen und Herren, die Aufrüstung in Russland, und das ist Fakt, wird sehr massiv vollzogen. Das Raketenarsenal wird modernisiert. Und hier werden ungeheure Summen in den militärischen Sektor investiert. Und auch wenn die Kollegen jetzt wieder von der linken Seite des Parlaments nervös zwischenrufen, sie wollen uns immer gerne glauben machen, dass alles Übel der Welt von der anderen Seite des Atlantiks, von den Freunden in den USA ausgeht. Das zeugt eher von einem erschreckenden, nicht persönlich zumindest erschreckenden und zutiefst verwurzelten Anti-Amerikanismus auf der linken Seite des Parlaments. Fragen Sie doch einmal die Menschen in der Ukraine, fragen Sie die Menschen in den baltischen Staaten, woher die Bedrohung kommt. Die Kollegin Elisabeth Motschmann, die für diese Region hier bei uns Berichterstatterin und sich bestens dort auskennt, redet auch viel mit den Menschen. Ich empfehle Sie, tun Sie das auch einmal. Dann werden Sie wissen, woher die Bedrohung dort kommt. Meine Damen und Herren, wir Deutsche kannten das Gefühl jahrzehntelang sehr gut, als wir selbst uns am östlichsten Rand der demokratischen Welt befanden. Uns jetzt in Sicherheit zu wiegen, weil wir uns nach 70 Jahren europäischen Friedens in der Mitte Europas befinden, wäre trügerisch, kurzsichtig und letztlich dann auch falsch. Die NATO ist für viele unserer östlichen Nachbarn der wichtigste Garant der eigenen staatlichen Souveränität. Und ich empfehle Ihnen die Lektüre des Berichts der Bundesregierung zum Stand der Bemühungen über Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung sowie über die Entwicklung der Streitkräftepotenziale, kurz den Abrüstungsbericht. Er wird sehr detailliert, hier höre ich schon gähnen, wahrscheinlich hat sie sich ermüdet, die Lektüre, aber vielleicht legen Sie das doch etwas mal mit etwas mehr Spannung da rein und lesen Sie sich noch einmal durch. Dort wird sehr detailliert mit den Herausforderungen auf dem Weg hin zu einer friedlicheren Welt umgegangen. Da finden wir ausführliche Berichte über die nukleare Abrüstung, das Verbot chemischer Waffen, Kleinwaffenkontrolle, Cybersicherheit spielt immer mehr eine Rolle. Projekte zu Minen- und Kampfmittelräumen finden sich dort auch. Und die Ausführlichkeit dieses Berichts zeigt doch, die Welt ist nicht so einfach gestrickt, wie es manche uns glauben zu machen versuchen. Wer ernsthaft eine friedlichere Welt möchte, der darf nicht die Augen schließen und denken, dass, wenn man nur selbst die Gefahren und damit die Realität ausblendet und ignoriert, diese im Gegenzug einen selbst in Ruhe lässt. Das funktioniert nicht, meine Damen und Herren. Und ich möchte ein Beispiel anführen, welches in diesem Zusammenhang unsere geschätzte Frau Bundeskanzlerin in ihrem Gespräch mit dem ehemaligen Präsidenten der USA, Barack Obama, auf dem Kirchentag gebracht hat. Und das bezieht sich auf das Volk der Jesiden im Irak. Hätten nicht die US-Amerikaner gemeinsam mit den Kurden seinerzeit eingegriffen, und zwar militärisch wie humanitär, wäre ein ganzes Volk von den Schergen des IS vernichtet worden, meine Damen und Herren. Die Sprüche, die ich jetzt hier schon wieder höre von der linken Seite des Parlaments, wie alle Soldaten nach Hause schicken, alle Waffen vernichten, sind natürlich bloße Plattitüden, die uns eine einfache, Welt suggerieren wollen. Denkt man sie indes weiter,
so bedeuten sie auch ein Wegsehen und, was viel schlimmer ist, unterlassene Hilfeleistung. Das ist eine bittere Erkenntnis, die Sie sich entgegenhalten lassen müssen. Nicht nur in weiter Ferne lassen sich beunruhigende Entwicklungen beobachten, auch die als etabliert gegoltene Friedensstruktur in Europa gerät ein Stück weit zunehmend ins Wanken. Wir müssen ein wachsames Auge auf den westlichen Balkan werfen, denn dort ist nicht ganz auszuschließen, wenn man die Entwicklung sich anschaut, dass wir uns einer Situation, wie wir sie in den 90er Jahren hatten, wieder nähern. Rüstungskontrolle, meine Damen und Herren, hat immer zum Ziel, mehr Stabilität, Berechenbarkeit und Transparenz zu liefern. Zieht man sich überall zurück, verliert man den Einblick in die verschiedenen Systeme und schließlich den Überblick über die Zusammenhänge. Nun zur nuklearen Abrüstung noch. Dass es zu keiner neuen Rüstungsspirale bei den Nuklearwaffen kommt, ist ureigenes Interesse und Anspruch aller Europäer und auch der Menschen in der Welt. Darum wirkt die Bundesregierung ja auch darauf hin, die bestehenden Regime in den Verträgen, die auch hier schon in die Debatte eingebracht worden waren, zu erneuern und zu vertiefen. Das Ziel, eine kernwaffenfreie Welt zu erreichen, bleibt dabei das oberste Gebot. Und die Ehrlichkeit gebietet aber auch zu sagen, dass wir das nicht morgen schon erreichen werden. Wir können aber, so wie es die Bundeskanzlerin und die Regierung regelmäßig tut, unsere Verbündeten und Freunde an deren Verantwortung erinnern und gleichzeitig darauf hinwirken, dieses Ziel in der Zukunft auch zu erreichen. Sorgen bereitet mir die Entwicklung um das Nuklearabkommen mit dem Iran. Es hat bisher erfolgreich dazu beigetragen, dass es zu einer Entspannung im Nahen Osten und mit dem Iran gekommen ist. Deutschland ist Teil der Joint Commission, die die Einhaltung dieses Abkommens überwacht. Und wir sehen auch hier, dass ein Mitreden immer besser ist als ein sich selbst ins Abseits stellen. Wie wichtig es ist, dass dieser richtige Weg weitergeführt wird, das müssen wir als ehrliche Verbündete und Freunde der USA nun der neuen Administration, das möchte ich auch nicht verschweigen, in Amerika verdeutlichen. Denn eines ist das Abkommen mit dem Iran sicherlich nicht, und ich zitiere den amerikanischen Präsidenten, die schlechteste Vereinbarung, die je getroffen wurde. Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Abrüstung, Nichtverbreitung und Rüstungskontrolle nehmen einen hohen Stellenwert in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik ein, und das völlig zu Recht. Gemeinsam mit unseren Verbündeten bleiben wir in all den unterschiedlichen Formaten, die sich der Abrüstung widmen, beteiligt, um auf eine friedlichere Welt hinzuwirken. Manchmal braucht es dazu einen unseren langen Atem, um das Richtige zu erreichen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Damit